Und damit willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Ich glaube, ganz ehrlich, wir werden jetzt nach Havanna gehen. Havanna? Was sagt mein Tagebuch? Mein Tagebuch sagt: Besiege das wild gewordene Monster Richtung Havanna. Sagst durch die Schnecke. Zeige kurzer Edelsteinrüstung. Ja, das ist ja easy. Militäreinsätze. Partito. Ah, da fällt mir gerade was ein. Wo ist mein Koch? Ano. Gochumon desu ka? So, alles, was ich koche, kann ich danach auch kaufen. Also kochen wir mal das Ding hier. Minato. Pudding habe ich schon. Omelette habe ich schon. Und für vieles fehlt mir halt einfach irgendwie Zeug. Ich kann ich noch etwas dienen? Nee. Dankeschön. Geil. Tagebuch. Richtig, ich weiß wieder, was ich tun wollte. Boah, das Spiel überfordert mich echt ein bisschen. Also es ist unglaublich cool, was es alles hier zu machen gibt und so, aber es ist halt unglaublich viel. Meine Lieben. Shanti und... Da-da-da. Die kann den riskanten Multibogen mal haben. Ist nämlich wesentlich stärker. Wenn ich mir die Lanzen angucke, dann ist das echt traurig. Was ist mit dem Stab des Wissens? Der ist immer noch sehr gut, oder? Ja, der ist sehr stark. Okay, Stab des Wissens ist okay. Was nicht okay ist, sind die anderen Waffen, die die dabei haben. Waffe schmieden. Ich brauche Lanzen. Eine Schieferlanze bekomme ich ja nachher. Ja? Wellenreitermuschel. Immerhin kann ich eins davon herstellen. Machen wir mal ihr einen richtig starken. Ja, das ist wohl minimal stärker. Was fehlt denn hier für die Rubid? Mittelmäßiges Holz. Für die Axt, achso. Was brauche ich denn für dieses Koralle? Für die Lanzen. Wasserzeug, Generalschwert. Vergleichen wir mal. Wir sind erstmal stark genug. Aber was ist mit hier mit unserem Irren? Wasserklinge, blaues Prisma brauche ich dafür. Ich weiß nicht mal, woher ich blaue Prismen bekomme. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, hiervon kann ich auch noch eins machen. Lol, falls ich noch ein... Oh, okay. Interessant. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Also ich hole jetzt nochmal eben meine Sachen ab hier. 1200, passt doch. Und dann werde ich mich wohl auf den Weg machen. Und zwar...
dahin. Ah, nee, kann ich nicht. Nee. Wir gehen Richtung... Ja, ich weiß, wohin wir gehen. So. Auf geht's. Wir gehen Richtung Hanefa... Hafenna. Wir gehen Richtung Hafenna. Auf dem Weg nach Hafenna haben wir aber sogar noch eine Nebenquest, die uns zwar keine neuen Charaktere bringt, aber das ist egal. Auf nach Hafenna. Diese Mace, du bist süß. Mace, es tut mir leid, ich muss ein bisschen vorankommen. Mir macht das alles drumherum mächtig Spaß. Auf jeden Fall. Aber ich werde auch mit der Hauptstory weitermachen. Ich habe vergessen, dass Roland kein Leben mehr hatte. Ich war mich nicht mehr heilen mit Roland seit ich weiß nicht wie vielen Jahrhunderten. Genial. Gut, Roland. Wir versuchen dich mal eben zu heilen. So, das müsste erstmal reichen. Außerdem, speichern ist auch was Tolles. Denn, wie lange habe ich jetzt nicht mehr gespeichert? 25 Stunden 50? Ja, über eine Stunde 20 Minuten. So, da ist ein wunderschöner... Das ist der Drache, nicht toll, den wollen wir da. Aber du hast doch gerade die benötigte Quest ausgewählt, echt? Ja, und wieder Vollgehalt. So wollte ich das haben. Sehr schön. Nice. Mister, bevor wir überhaupt in die Nähe kommen, Kampf-Equalizer. Wir wollen bitte... gegen Drachen ankämpfen. Oh. Stand da Blitz irgendwas? Nee, Moment. Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal gegen Wasser, weil wir nachher auch sowieso gegen Wasser müssen. Auch wenn der Blitz Drago heißt. Keine Ahnung. Aber generell machen die einen heilen Schaden. Wir haben irgendeine geile Tunika bekommen. Okay. Dum. Ich habe gerade eine coole Tunika bekommen, glaube ich, Ausrüstung. Ich habe generell irgendwie das Gefühl, wir sind unglaublich schwach. Also unglaublich schlecht ausgekleidet. Komm mal her, wo ist mein hier lukrative Tunika? Du bist da irgendwo unten. Mach dich mal ein bisschen stärker, Evan. Okay. Blitztrag, oder? Level 20, auf geht's. Yudan suru na yo. Kimeru! Okay, er hat nicht viel Leben. Das ist die falsche Taste. Ich hab die falsche Taste, ich wollte was anderes machen. Fun Fact, du bist gerade auf meinem Level. Und dann hast du aber wesentlich mehr gekämpft als ich.
Dann hast du wesentlich mehr Kämpfe gemacht als ich. Yosh. Damit ist die Route nach Afenna wieder sicher für jeden. Und die beiden aus Goldorado brauchen nicht mehr auf dem Meer ihr Leben riskieren. Hm? Ich meine, ich habe auch in den... Was ist los, Evan? Wo du gerade die beiden aus Goldorado erwähnst. Ich war ziemlich überrascht, dass du dich plötzlich so aufgeregt hast. Normalerweise bringt dich ja nichts aus der Ruhe. Ach das, ich konnte einfach nicht ertragen, wie diese Leute sich unterkriegen lassen. Weißt du, als ich ungefähr in deinem Alter war, wurde ich von einigen Jungen aus der Nachbarschaft schikaniert. Weißt du? Ah. Ja, ich war ein klein und schmächtig und dachte, dass ich keine Chance gegen die anderen hätte. Deswegen hatte ich mich nie gewehrt. Jeden Tag bin ich weinend nach Hause gekommen. Das besorgte Gesicht meiner Mutter war für mich fast schlimmer als die Prügel, die ich kassiert habe. Darum habe ich eines Tages begonnen, mir den Umgang mit einem Schwert beizubringen. Ich habe mich dann mit einem kleinen Holzschwert gegen meine Peiniger gewehrt. Wenn man sich daran gewöhnt, sich rumschubsen zu lassen, verliert man seine Selbstachtung. Etwas in einem zerbricht und man ist nicht mehr man selbst. Da musste ich wieder denken, als ich die beiden in Goldorado gesehen habe. Tut mir leid, dass ich etwas über die Stränge geschlagen habe. Mhm. Nein, es ist schon okay. Ich habe eine neue Seite an dir kennengelernt. Jetzt bin ich mir umso sicherer, dass du der richtige Kanzler für Minneapolis bist. Ah. Ich fühle mich geehrt, Majestät. Oh. Lass uns doch den beiden in Goldorado Bescheid geben, dass wir uns um das Monster gekümmert haben. Nein, erstmal gehen wir nach Afenna. Diese Geschichte hatte ich bisher nur meinem Sohn erzählt. Er hat einen Sohn. Es wird interessant. Story! Story is coming! Ach, komm hier. Wenn die mich wahrscheinlich wieder umringt. Das war vielleicht die falsche Entscheidung. Ich hab verstanden. Du tust weh. Wieso krieg ich so verdammt viel Schaden? Also ich mach Schaden, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist tatsächlich eher, wie viel Schaden ich bekomme. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Hier ist mein Reisepunkt. Ja, ich will doch nicht ohne Reisepunkt zurück nach Goldorado gehen. Wer bin ich denn? Da ist noch ein Drache. Süß. Ha. Level 500 oder so. Level 25. Und da unten sind Blubbies. Ja, wir holen uns die Klamotten gleich. Samurai Outfit. Und wir nehmen die goldene Kugel noch mit. Soll ich fragen, welches Level der hat? Anti-Gift-Talisman. Level 31. Na, wie mutig wollen wir sein? Wir sind Level 26.
Was ist denn das? Natur, Hart, Feen. Ist das ein Dämon? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Ah, nein, nein, nein. Ich lasse es lieber. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Ich glaube, das kann nicht gut ausgehen. Dum 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 dum. Würmer sind Drachen, genau. Würmer sind, glaube ich, ja, Echsen eigentlich. Drachen, okay, Drachen sind eigentlich auch Echsen. Quasi. Als ein Dreiblätterkraut. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, das nächste Mal, wenn ich streame, werde ich vermutlich mein Königreich ziemlich weit ausgebaut haben. Weil ich offscreen mein Königreich weiter ausbaue natürlich. Oh nein. Oh nein. Puh, lucky. Obwohl, ach egal. Eigentlich muss ich nicht fliehen. Aber ich will jetzt erstmal nach Ravenna. Oder will ich nach Ravenna? Okay, ich guck erstmal. Was gibt's denn hier noch Schönes? Truhenschiffe. Gulden. Ich habe mein Geld zurzeit noch, also ich brauch's, ja, ich brauche mein Geld, das ist korrekt, aber es ist noch sehr, der Bedarf ist noch sehr niedrig für mein Geld tatsächlich. Eine Perle. Hallo Bubbly. Iko. Kimere. Ja. Nearly alle mit einem Streich erwischt. Komm her, Tropffee. Watashi ni makasete. Ihr gefällt mir nicht. Was ist das? Ein Großbogen. Okay. 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 Windtalisman. Ach, kommen wir hier so zu den Drachen. Ich glaube, wir kommen so zu den Drachen. Jetzt muss ich ernsthaft hier außen rumgehen, also. Spielen ja ein bisschen Map-Erkundung. Ja, da ist tatsächlich der Drache. Premium-Joghurt. Gut, nehme ich. Da ist eine... Okay. Die Traufe-Grotte. Kann ich mich auch hier hin teleportieren? Hier ist mal wieder... Ja, hier wird wieder irgendeine Quest sein. Hier wird wieder irgendeine Quest sein. Wer weiß, was für eine. Bring mir nahezu unbehandelt dafür etwas grobes Tuch. Naturbelassenes Tuch, okay. Fufu, der Windgeist. Tja, das war's dann auch schon. Hier wird wahrscheinlich wieder irgendeine Quest sein. Du hältst eine Missmuschel. Ernsthaft, eine Missmuschel? Wow, Spiel. Du tust mir manchmal ein bisschen weh. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da.
Gucke ich mir jetzt den Drachen an oder lasse ich es lieber bleiben? Ja, ich weiß, ich bin schon auf dem Weg dahin, um mir dann zu gucken, ob das gut ist oder schlau ist. Das ist aber dahingestellt. Ich befürchte nämlich nicht. Ich befürchte ganz und gar nicht. Oh, Shiat. Wie viel Stuff ich hier bekomme, das ist echt... echt heftig. Oder, da sind zu viele glitzernde Sachen, ich muss sie alle haben. Kieselstein, wir können uns noch einen Bonbon holen. Strandmuscheln und was noch und was noch und was noch und was. Ultragine. Okay, that's disgusting. Eine Aubergine zu einer Ultragine zu machen, ist ein bisschen disgusting. Okay, egal. Ja. Hi Blubby, wie geht's dir? So, jetzt kommt der Drache. Ich weiß nicht genau, ob ich das schlau ist, sich zu... Also ich bin mir nicht sicher, ob es schlau ist, zu diesem Drachen zu gehen. Ich speichere vorsichtshalber mal. Bevor ich jetzt hier elendig krepiere. I'm gone. I'm done. Ich habe mich offiziell dafür entschieden, den Drachen nicht zu versuchen. Ja. Huffhanna. Willkommen in Huffhanna. Huffhanna ist ziemlich klein. Ja. Oh, ihr müsst die Besucher aus Minneapolis sein, von denen mir Sixtinius berichtet hat. Hi. Ja, ich bin Evan, der König von Minneapolis. Oh, wie bitte? Die Tusadine willst ein König sein? Oh, tut mir leid. Ich bin Hannes, der Leiter der örtlichen Schiffszimmerei. Sixtinius hat mir eure Lage geschildert. Ich befürchte allerdings, dass die derzeitige Situation hier es nicht erlaubt, euch zu helfen. Hm? Ist etwas vorgefallen? Vor ein paar Tagen erschien aus dem Meer ein fürchterliches Monster. Schiffe wurden zerstört, Fischgründe verwüstet. Nichts war vor ihm sicher. Die Jungs sind Hals über Kopf los, um das Monster zu bekämpfen. Nicht einer von ihnen kam zurück. Ich will ihnen helfen, aber was kann ich alleine schon ausrichten? Ho. Deswegen war die Stadt so leer. Hey, Evan, wäre doch nur fair, wenn wir ihnen erst ihnen helfen, bevor wir sie um etwas bitten. Findest du nicht auch? Ja, aber vor allem kann ich jemanden in einer Notlage nicht einfach im Stich lassen. Hannes, wir sehen uns das genauer an. Ho. Das würde ich dir tun. Dafür wäre ich dir wirklich dankbar. Das Monster hat sich in der nahen Grotte eingenistet, wo ich gerade war. Und seid vorsichtig. Ich habe gesehen, wie es Schiffe mit einem Hieb zerschlagen hat. I was there two seconds ago. Come on, guys.
Ne, ist es eine andere? Ist es doch nicht die Traufengrotte? Moment, ist es vielleicht doch nicht die Traufengrotte? Ne, es ist... Na, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Es ist nicht die gleiche. Alles gut. Ich dachte gerade schon. Ja, ich müsste theoretisch ein bisschen mehr kämpfen, aber ich habe eigentlich gar keine Lust dazu. Ich meine, alles in allem sind die Kämpfe ja zurzeit recht eindeutig. Wegen ich auch nichts habe. Also ich habe... Also den Level 55er Drachen lasse ich da mal stehen. Übertreib's halt, Evan. Übertreib's halt. Wir müssen da hinten in die Grotte. Du erhältst einen Zitterbarsch. Wir sind bei... Ach, wir sind gerade mal bei 26 Minuten. Okay. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Na egal. Okay. Und ich glaube, das rechts, da lasse ich auch lieber zufrieden. Guten Abend, Chatter. So, au. Ist das halt ernst? Komm her. Mio? Ja. Kimmel. Das ist echt weh. Doch noch rechtzeitig. Was nennst du denn rechtzeitig? Will ich wissen, welches Level du bist? Level 30. Level 30. Level 30. Not yet. An Betracht, dass du vor einer Stunde wach geworden bist. Dann einen guten Morgen oder eher guten Abend. So, wir gehen in die dunkle Grotte und aha, wir kriegen hier direkt was zum Speichern und zum Heilen. Das ist ja nett. Okay, es scheint uns irgendwie ein großer Kampf bevorzustehen, habe ich das Gefühl. Ui. Keinerlei Lebenszeichen und die Schiffszimmermänner schon komplett verputzt wurden. Nee. Bilde ich mir das ein oder ist das. Ist da etwas an diesem Stein? Hm? Stimmt. Gehen wir doch mal hin und sehen uns das. Ja, klar. Das ist auch als erstes, was mir einfällt. Jetzt gehen wir doch zu dem merkwürdig aussehenden Stein. Das sieht aus wie eine Arena. Und ich habe irgendwie ein paar von den Leuten gefunden. Was ist das bloß? Eine Art Kokon? Oder vielleicht ein Ei? Ist da etwa jemand drin? Was? Dort in den Wänden überall auch. Wir müssen sie schnell befreien. Vorsicht, irgendwas ist hier.
Frontakel. Sechsarmiger Flug von Hafena. Okay, schauen wir uns das mal. Oh, Laserstrahlen. Okay. Okay. Schön gemacht, Evan. Jetzt muss ich mal irgendwie. Oh, holy shit. Ja, da, sei da. Kimmer. Ja, sei ha, da. Aua. Aua, du machst keinen Schaden. Du machst überhaupt keinen Schaden. Ist das süß. Da, Kimmer. Ist das viel süß. Da, sei da. Kimmer. Ja, sei. Ja, ich hau einfach mal weiter drauf, ne? Wir kriegen irgendwas Rotes, das ist schon mal cool. Geschafft! Befreien wir alle aus ihren Kokons. Hi, ich bin's. Wie geht's? Ich dachte schon, ich wäre Fischfutter. Danke für die Hilfe. Er kann so glauben, dass du das Monster erledigen konntest. Uns hat es platt gemacht wie in der Flonder. Ich bin froh, dass alle unversehrt sind. Hannes, macht sich große Sorgen um euch. Stimmt ja. Wir sollten uns flott beim Boss melden. Wir machen uns mal auf den Weg. Man sieht sich, Jungs. Okay, alles klar. Gehen wir auch zurück nach Affen. Gib mir erstmal meinen Loot. Ich hab doch gerade irgendwas bekommen. I know I got something. Da. Abtauende Knochenrüstung. Nehmen wir. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und dann wollen wir zurück nach Hafena. Ja. Feen sind schwach, das kriegst du hin. Ja, guck ich gleich mal. Ah, Evan, die Jungs sind halt zurückgekommen. Wie kann ich mich dafür nur kenntlich zeigen? Aber ich, die Landrate hat echt in sich. Wir haben total versagt, aber er hat dieses Ding zu Kalamari verarbeitet. Mhm. Pass auf, was du sagst, Matthias. Evan ist der König von Minneapolis. Ach, der Junge ist König? Kaum geschlüpft, da war's schon faustig hinter den Ohren. Es ist ja noch nie vorgekommen, dass so ein hohes Tier in unser Nest fährt. Was zerschafft uns die Ehre? Wir sind hier, weil wir ein Schiff brauchen. Alles klar, sag nicht weiter. Als Dank bauen wir euch das beste Schiff auf allen Meeren. Was genau darf es denn sein? Ein Fischerboot, ein Hausboot? Ah. Wir brauchen ein robustes Segelschiff, das für die Weltmeere gewappnet ist. Wir möchten nach Quastenfloss. Acht Weltmeere! Ach, tut mir leid, aber ich fürchte, so ein Auftrag fehlt uns das richtige Material. Für einen Kahn, der jede Welle trotzt, braucht man extrem robustes Holz. Holz, sagst du? Vielleicht kann uns Nyda weiterhelfen. Oh, hast einen Plan? Sag mir Bescheid, wenn du das ideale Holz findest. Und dann zimmern wir das beste Schiff, das du je gesehen hast. Die Schiffszimmerer müssen uns doch für deine Rettung erkenntlich zeigen. Okay. Ich soll also mit Nür reden. Der müsste aber doch in meinem Königreich sein, oder? Ist dem nicht so? Müsste der nicht in meinem Königreich sein? Ich glaube schon. Wo ist denn die Fee? Ach, die Fee war da. Ah, die Fee war da hinten.
komm, wir kümmern uns kurz um die Fee. Oder? Ach, jetzt will ich eigentlich nicht mehr zu Fee laufen. Jetzt bin ich eigentlich zu faul. Dann muss ich wieder massenhaft kämpfen. Nein, ich laufe jetzt nicht zu Fee. Das ist mir zu, das ist zu anstrengend. Wir wollen erstmal ganz kurz nach Goldorado uns das Samurai-Outfit... Nein, das Samurai-Outfit holen. Da-da-da, dum-dum-da. Wo ist mein Feen-Outfit? Na, das Monster wird euch nicht mehr bedrohen. Jetzt müsst ihr nicht mehr mit dem Boot nach Hafana fahren. Ich kann kaum glauben, dass ihr das wirklich für uns getan habt. Vielen Dank. Boah, klasse, ihr seid die Besten. Ich will auch mal so stark werden wie ihr. Was muss man denn machen, um so stark zu werden? Spinat essen? Lass mal überlegen. Erstens musst du jeden Tag mit dem Schwert trainieren. Und zweitens musst du dich immer gut um deine Mama kümmern. Roland, irgendwie erinnerst du dich mich an Vater. Was ist los, Evan? Ach nichts, ich bin nur froh, dass du da bist. Du gibst den Menschen Mut und Zuversicht. Ach, Mut und Zuversicht ist schon lustig, wenn man bedenkt, wie wenig ich selbst davon damals von beiden hatte. Aber das ist schön zu hören, wenn ich hier etwas zum Positiven verändern kann. Hätte es doch Sinn, dass ich hier gelandet bin. Ja, ich bin ganz sicher, wir brauchen dich. Ah. Da steht zu Dienst, Majestät. Ach, das ist jetzt ein Outfit. Jetzt kann ich als Samurai rumlaufen. Will ich das? Kann das jeder? Ich muss gestehen, ich trage Samurai lieber nicht. So schnell wie möglich die Quest machen. Ich finde. Wieso bin ich gerade eigentlich. Warum bin ich eigentlich gerade eher so nebenbei gefragt? Nach Minneapolis zurückkehren. Was haben wir denn erreicht? Königskasse 10.000. Ah. Dankeschön. Nehme ich mal mit. Materiallager. Haben wir auch ein bisschen was. Jetzt gucken wir mal, wie viel brauche ich, um die Königskasse zu erweitern? 20.000, aber ich brauche auch noch ein bisschen mehr Einfluss, okay. Was ist genau mit meinen Forschungen, bitte? Erforscht. Medium oder Vorstellung erfolgt. Forschen wir weiter. Naturflüsterer. Machen wir mal hier weiter. Erweitern wir das Ding mal. Von Rang 1 auf Rang 2. Und forschen wir weiter. Nahkampf auf 3 zum Beispiel. Kann ich eigentlich noch mehr gleichzeitig erforschen? Nein, kann ich nicht. Schade. Oder ich hatte kein Geld, das kann auch sein. Erweitern, wie viel kostet das? 4.000. Was ist hiermit? Erweitern kostet 11.000, ach du Himmel. Ich brauche eigentlich mal tatsächlich Monsterjäger Camp 2 Trainingszentrum. Forschungsthema EP-Verdienststeiger. Okay, wir gucken, wir reden mal eine Runde mit Nür. Ach, immer noch abgeschlossene Forschung vorhanden. Egal, wir gucken gleich mal. Wir reden erst kurz mit Nür. Hallo Nür. Wie sieht's mit stabilem Holz aus? Oh. Was sagst du da? Ihr braucht robustes Holz zum Schiffsbau.
Tief in meinem Wald in Permafrost gibt es extrem robustes Stahlholz. Oh, das klingt doch vielversprechend. Ein kleines Problemchen gibt es da, aber... In der Nähe der Bäume lebt ein ziemlich gefährliches Monster. Wir haben den Weg zur Sicherheit schon vor langer Zeit blockiert. Na. Ich kann die Stimme von Nier nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich damals gemacht habe. Wir müssen also diese Monster erledigen, wenn wir dann das Holz bauen. Ja, da sagst du es. Moment, dann braucht ihr aber das hier. Ah, damit kriege ich diese beiden komischen Klöpse da weg. Ja, ich verstehe. Dieses magische Mittelchen löst alle Stachlinge in Sekunden in nichts auf. Ist echt praktisch. Wendet es auf die Kaktanien an, mit denen wir den Weg versperrt haben, und die verschwinden sofort. Vielen Dank, Nür. Los, Roland, auf geht's. Okay. Na. Wie viel brauchte ich für... Jetzt habe ich... Ich habe irgendwo noch Königreich ausbauen. Habe ich hier irgendwo noch was jetzt tatsächlich fertig, was ich irgendwie... Hab ich irgendwo nicht aufgepasst? Schon irgendwas von Forschung fertig, aber ich habe gar keine Forschung fertig, ne? Ich wollte das Trainingslager bauen. Aber dafür brauche ich 4500. Okay, wir machen uns ganz kurz auf den Weg zu Nürs Wald. Und wir wissen auch schon genau, wo wir hin müssen tatsächlich. Wir waren da nämlich schon. Das müssten die Kaktanien sein, die Nü erwähnt hat. Hm. Ja, aber diesen Stacheln besteht kein Zweifel. Dann probieren wir doch gleich mal Nüs Wundermittel aus. Sugoi! Sugoi! Ach, die Kaktanien sind sich tatsächlich einfach aufgelöst. Außergewöhnliche Herausforderung davon, außergewöhnliche Mittel. Wir gehen weiter. Und gucken, was uns erwartet. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Ich weiß es nicht. Wir gehen rechts. Links, meine ich. Das andere rechts. Genau. Tarnei. Okay. Schmierling und Kieselstein. Hallöchen, meine Sporenmauer. Ja, Kimere! So, da ist irgendwas Blaues. Was ist das? Eine Offizierslanze. Ist hier gut? Wir sollten generell mal wieder gucken, ob ich hier wieder irgendwas austauschen kann. Hier kann ich Pilze wachsen lassen. Sehr schön. Mache ich gleich. Drei Blätter Kraut, auch schön. Zitronenbonbon, auch schön. Wachstumsschub. Ja, ich gehe einfach mal tief irgendwo. Ich habe keine Ahnung gerade, wo ich eigentlich hingehe. Einfach nur Idee. Ich möchte gerne so viel wie möglich hier alles natürlich erkunden. Apfelbonbon, nice.
Und Partitur Nummer 14. Ich habe nur keine Ahnung wofür. Überhaupt keine Ahnung wofür. Habe ich dich. Holla, die Waldfee. Die sind nicht schlecht. Barbaro, ich habe gerade nur gesehen, ich kann mal eben hier, da wir gerade mitten in der Natur sind. Zack. Können wir hier mal ein bisschen auf Schwächen gehen, quasi. Ich kann, keine Ahnung, ob ich mich hier gerade massenweise verlaufe. Schon wieder ein roter Gegenstand. Nice. Ein paar fromme Seidenslipper. Finde ich gut. Und Hallöchen, was willst du von mir? Du weißt schon, es quillt förmlich über vor dunkler Macht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich bin mir sehr sicher, habe ich nicht. Minzbonbon. Und noch mehr. Und noch mehr. Ich habe mich hier halb schon verlaufen. Ist hier Sackgasse? Eine Sackgasse? Ja, ist eine Sackgasse. Natürlich ist hier eine Sackgasse. Aber eine Truhe. Also wollten wir quasi sowieso hier hin. Sterntoniker. Schön. Ob ich die gebrauchen kann, werden wir nachher sehen. Oh. Jetzt frage ich mich erstmal, wo ich hin muss. Beseitige das wild gewordene Monster. War das da nicht gerade eventuell schon das wild gewordene Monster? Was ich da besiegt habe? Nein. Zumbi Aika. Kimere! Ja! Ha! Seiya! Ja! Da! Sei! Aua, das ist schlecht. Ja! Ich bräuchte mal grüne. Da! Sei! Ha! Ich bräuchte mal grüne. Kimere! Kimere! Sind nicht die Kugeln. Ach doch, ich bin. Okay. Entweder bin ich, habe ich gerade ein Level up oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin wieder voll live. Gut, Glück gehabt. Wachstumsschub! Müssen wir auf die Karte gucken, ob ich mich jetzt hier überall schon umgeguckt habe oder nicht. Nicht komplett. Hier fehlt uns noch irgendwas. Hier? I don't know. Perhaps here. Ja. Sei. 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 Au. Ja. So, ich hoffe, das war's. Probieren wir es aus und das war es noch nicht ganz, aber fast. Ja. Wir wollen hier den ganzen, wir wollen den ganzen, weiterkunden. Also müssen wir leider. Guck, da ist nämlich eine Truhe und wir wollen ja die ganzen Truhen haben. Damals gab es, glaube ich, sogar. Gab es nicht damals sogar ein Logbuch,
wie viele Truhen man gesammelt hatte oder so. Habe ich gerade einen lilanen Bogen bekommen? Müsste ich gleich auch. Ich muss gleich mal wieder, wie gesagt, ein bisschen rumspielen an meinem. Also an den Sachen, die ich bekomme. Eventuell habe ich tatsächlich jetzt wieder bessere Sachen, als ich anhabe. Was ich ganz cool finde. Du hältst einen ruinösen Becher. Okay. Nehme ich einfach mal so hin. Und jetzt müssten wir zurück können. Ja. Ja, jetzt können wir zurück. Wenn ich mich jetzt nicht verlaufe, dann kommen wir zurück. Wir sind bei 51 Minuten. Ja, okay. Das wird knapp mit der Questreihe hier. Muss ich gestehen. Ich hoffe, die Quests kriegen wir noch zu Ende. Anständig. So, wir wollen Holz. Dafür wollen wir ein mächtiges Monster besiegen. Wie sieht's aus, mächtiges Monster? Bist du da? Scheinbar sind wir hier richtig. Scheinbar sind wir hier richtig. Das scheint das richtige Holz zu sein. Aber das ist erstmal nicht unser Problem. Die sind ja riesig. Oh, sehen auch ziemlich robust aus. Ein Schiff aus dem Holz fährt total schick. Aber keine Spur von dem wilden Monster, von dem Nier uns gewarnt hat. Wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Vermutlich lauert es irgendwo auf uns irgendwo. Oh. What the hell are you, mister? Blitzbar. Bist du ein Atommonster? Du bist ein Atommonster. Perfekt. Oh, wow. Aber da ist das... Man merkt sofort Questgegner. Oi. Oi. Aua. Ja, kimeru. Da. Ja, sei. Ha. Sei. Sei kimeru. Ha. Ja. Ha. Sei. Ja. Ich mag den Schlag nicht, den der da versucht zu machen. Okay. Oh, wow. Habe ich dich. Levelaufstieg. Thanks. Wir sind Level 30. Schön. Und wir kriegen wieder irgendwas Rotes. Ha, dem haben wir Blitzbarbecue gemacht. Jetzt kommen wir problemlos an das Stahlholz. Sagen wir Matthias und den anderen im Hafener Bescheid. Damit können sie sicher ein ordentliches Schiff bauen. Du erhältst eine luftige Tempest. Okay, ich nehme an, das ist eine Pistole. Wir sind am Ende eines Parts. Das heißt, ich werde mal eben meine Ausrüstung überprüfen. Generalschwert, turbulente Meuchlerklinge. Ja,
Wir nehmen das. Und wir haben hier, glaube ich, jetzt ja die luftige Tempest. Wow! Ach du Heilige! So, die Rüstung bleibt natürlich. Die, ah, was ist das hier? Ach du je. Wir rüsten uns hier aber heftigst auf. Schutztalisman. Ja, gibt nicht viel mehr, ne? Ja. Was ist mit euch? Flinke Seidenslipper, klar, immer noch gut. Ring der Ferne, vollkommen okay. Lebenstalisman, auch okay. Ja, eigentlich ist das so. Alu-Talisman? Abwehr bei niedriger. Nehmen wir das. Das ist egal. Nein, 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 nein. Evan kommt noch. Evan ist einfach unglaublich schwach. Wir nehmen das Generalschwert noch mit. Ich weiß nicht, also. Ja. Nimm das einfach alles mal. Turbulent geweihtes Hölzchen. Schaden gegen Dämonenmonster. Okay. Was haben wir? Nein. Was haben wir hier noch? Du hast die Tunika hier an. Das ist okay. Ring der Magie ist auch okay. Die Stiefel. Wir hätten hier noch. Die Schlipper nehmen wir mit. Okay, schön. Schön, schön. Dann reisen wir jetzt. Wie lange haben wir noch? Ja, wir lassen uns ein Boot bauen in Hafenna. Ja. Und dann war's das vermutlich. Ihr habt das beste Hold in Jurswald ausfindig gemacht. Ja, da helfe ich euch gern. Also ist unsere Schütze eine Ehre, Holz aus einem Wald zu benutzen. Wir kümmern uns um die Feller und den Transport. Während ihr unterwegs wart, haben wir bereits die nötigen Vorbereitungen getroffen. Auf geht's, Leute, packen wir's an. Holen wir uns massig Holz aus Jurswald. Jusch. Jusch, 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 okay. Hast du den letzten Part schon beendet? Nein, 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 nein. Die Funde der Funde und die Funde der Funde sind Evan und die Funde der Funde begonnen. Die Funde der Funde der Funde haben sich in der Zeit mit einem großen Arbeit und die Arbeit weitergeführt. Und bei jedem Arbeit wird die Funde der Funde der Funde nicht verlieren, die Funde der Funde der Funde der Funde der Funde. Wir haben ein Schiff. Seems like. Seems like. Oh. Unser Schiff. Das sieht echt klasse aus. Ah. Damit sollten wir endlich nach Quastenfloss aufbrechen können. No. Hey Evan, ich werde dir in dein Land folgen. Naja, wenn's recht ist. Hm? Dein Auftrag war eine klasse Herausforderung. Ich würde gern mehr von in Angriff nehmen. Außerdem muss doch jemand euer Schiff instand halten, oder? Stimmt. Niemand wäre dafür besser geeignet als du. Du bist im Hinapolis herzlich willkommen. Ja, dein Glück. Ich habe nämlich schon im Boss gesagt. Wäre ziemlich peinlich gewesen, zurückzurudern. Matthias ist bei mir. Okay. Na dann, Leine los. Moment. Kommando zurück. Erst muss die Steuerung noch justiert werden. Was? Heißt das, wir können nicht sofort loslegen? Entschuldigung, aber da kommen wir dir nicht drum rum. Da verbringt euer Schiff sozusagen bis vor die Haustür, sobald ihr damit fertig bin. Dauert auch nicht lange, versprochen. Ui. Keine Sorge, wir haben genug zu tun. Ah. Genau, kehren wir erstmal nach Hause zurück und wir streichen unsere weitere Strategie. Don't do it. Don't. Ich will jetzt hier keinen 50-Minuten-Dialog. Was ist Quastenfloss eigentlich für ein Land? Außer dem Namen habe ich noch nie was davon gehört. Quastenfloss ist ein Land mitten im Meer. Regiert wird es von einer Königin namens Nereida. Er scheint für seine Fischgerichte bekannt zu sein. Ja. Du bist ja gut informiert. Ja, das liegt wegen dem Archiv. Das hat meine Recherchen im Archiv ergeben.
Das Abkommen ist zwar mein Hauptanliegen, aber ich muss auch lernen, wie man an Land reagiert. Dafür ist der Besuch anderer Länder sehr hilfreich. Ah. Ein löblicher Vorsatz. Evan, euer Schiff ist fertig. Es liegt wie abgesprochen an der Küste vor Anker. Du kannst jederzeit ablegen. Arigato. Danke, Matthias. Gern geschehen. Yes. Auf geht's nach Quastenfloss. Nein, tut es nicht. Stop it. So, wir haben jetzt ein Schiff. Moment, muss ich das jetzt immer... Ikude. Alle mal an Bord. Quastenfloss, wir kommen. Mit dem Schiff kannst du weit entlegene Orte oder sogar andere Kontinente erreichen. Achso, mancher Fluss ist per Schiff zugänglich. Drücke an den Hafen oder an der Küste A, an Bord zu gehen. An Steilküsten und dergleichen kannst du nicht Anker werfen. Benutze einen Reisepunkt zum Reisen, reise deine Crew dir hinterher und lieg dort an der nächsten Küste vor Anker. Guck mal, hier ist eine Höhle. Hier kann ich aber nicht an Land gehen. Aber hier... Ich hatte jetzt nicht vor, hier... Nein, nein. Wir lassen das mal. Beim nächsten Mal werden wir viel Spaß haben. Beim nächsten Mal werden wir viel, viel Spaß haben damit. Jetzt werde ich aber nicht mehr Spaß damit haben, denn ich werde jetzt... erstens die Königskasse lernen. Hm. Zeitens das Materiallager lernen. Drittens. Nein. Mein Königreich ausbauen. Ich will erstmal dieses Trainingslager hier haben. Dun, 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 dun. Was kann das? Forschen. Macht über den Meister. Kampfmitglieder erhalten mehr Erfahrungspunkte. Finde ich gut. Nehme ich. Und wir brauchen unseren, ja, Pinscher. Haben wir nicht irgendwo noch sogar Sachen fertig? Ne, wir sind noch Sachen am Ende. Wie lange die Sachen mittlerweile brauchen, das ist echt heftig. Pinscher, wen haben wir noch? Ah, so dann. Dann forschen. 52 Minuten. Okay. Ja, ich werde mich um den Ausbau von dem ganzen Königreich hier bemühen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht weiter zurückzoomen kann als das hier. Das ist echt ein bisschen... Das ist ein bisschen mies. Ich würde gerne weiter zurück... weiter zurück... zoomen. Ich werde mich, wie gesagt, noch ein bisschen um mein Königreich kümmern. Forschung, Talent zu lösen. Naja. Rüstung 3. Lüftet aus letzter Geheimnis. Rüstungsfähigkeit wird freischaltbar. Genau, also ich kümmere mich hier um mein Königreich. Ja, ich werde mich um mein Königreich kümmern. Und der nächste Stream, ich weiß nicht genau, wann der nächste Stream sein wird. Also erstmal Tschüss an die YouTube-Leute. Cheerio, bis zum nächsten Part. Und so weiter und so fort.